Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich darf Sie sehr herzlich zu unserem nächsten Inovi-Webcast begrüßen. Heute haben wir das Thema Inventor Fremddaten Anycut. Die meisten Teilnehmer sind, glaube ich, auch schon da. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach. Kurz zu mir. Mein Name ist Matthias Bayer. Ich bin vom Inovi-Partner Hafners Büro. Ich bin heute als Moderator dabei. Und ja, werde den Chat und die Fragenbox begleiten, über die Sie gerne während des Webcasts Fragen an uns stellen können, die der Herr Leonhard dann gerne am Ende des Webcasts auch beantwortet. Zudem der Hinweis, der Webcast wird aufgezeichnet. Die Namen der Teilnehmer sind natürlich nicht sichtbar in der Aufzeichnung und auch die Fragenboxen sind nicht zu sehen. Der ganze Webcast wird dann auch als Aufzeichnung auf der Webseite von der Inovi zur Verfügung gestellt. Das heißt, ist auch im Nachgang dann noch abrufbar für alle Teilnehmer. Genau, das wäre es von meiner Seite. Dann würde ich auch schon an meinen Kollegen, den Herrn Leonhard, übergeben. Ja, hallo zusammen. Also mein Name ist Rainer Leonhard. Ich bin hier bei Hafners Büro oder besser gesagt, ich bin hier bei Inovi. Denn Inovi besteht ja aus vier Partnern von Autodesk, die sich zusammengefunden haben. Damit haben wir natürlich eine größere Bandbreite, Deckenmechanik, Datenverarbeitung, Datenbanken und natürlich auch Architektur ab und können somit auf jeden Fall einen großen Bereich abdecken. Ja, Infrastruktur, genau. 8 Standorte, viele Kunden und erfolgreiche Goldpartner. Ich möchte Sie auch besonders auf unser Weiterbildungsangebot hier nochmal aufmerksam machen. Schauen Sie einfach mal auf die Seite inovi.de. Dort bieten wir solche Webcasts an, wie jetzt eben, in regelmäßigen Abständen und natürlich verschiedene Seminare. Das sind also die vier Partner, die sich zusammengetan haben. Das ist Integra, Arnold, Hafners Büro und AKG. Und habe hier schon mal den natürlich. So, Fremddaten ist unser Thema und Anycut. Erstmal zu dem Begriff Anycut. Das ist immer, naja, so ein bisschen schwammig. Was ist überhaupt gemeint mit Anycut? Anycut ist jetzt nicht ein Befehl, sondern Anycut ist eigentlich die Logik mit Fremddaten als Referenz umzugehen. Und das möchte ich hier gerne noch mal ein bisschen ausführen, ein bisschen zusammenfassen. Ein zweites Thema, was ich nachher noch anschauen will, wie wir die Direktbearbeitung verwenden können. Das heißt, wir importieren uns ja oft Daten, an denen wir eventuell noch Änderungen vornehmen wollen. Und am Schluss möchte ich noch mal auf die naja, für 2023 neue Funktionsweise, die die Verbindung schafft zwischen Maschinenbau und Architektur, nämlich dass ich aus oder in den Inventor Revit Daten reinholen kann und aus dem Inventor Revit Daten rausschreiben kann, so dann auch die Welt der Architektur dann vom Inventor aus bedient werden kann. Als erstes kleines Beispiel möchte ich jetzt in diese leere Baugruppe mal einen Step-Datei einfügen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, Fremddaten direkt reinzuholen. Ich gehe mal, habe ich mir ein paar zurechtgelegt und nehme hier dieses Step, das ist nur eine kleine Blechbaugruppe, nehmen wir die vor und holen wir die hier rein. Und hier haben wir schon eben die wichtige Auswahl, wie wollen wir mit solchen Fremddaten umgehen. Wir haben hier zwei Importtypen zur Verfügung. Das ist einmal Referenzmodell
und zum zweiten Modell konvertieren. Ich möchte Ihnen die Logik-Referenzmodell zeigen. Modell konvertieren, was würde passieren? Die Datei würde umgewandelt werden in eine Inventor-Baugruppe. Das heißt, ich habe sehr viele Daten, die ich dann irgendwie verwalten muss und vielleicht einchecken oder vereinfachen. Und ein erster Vorteil, wenn wir das Referenzmodell benutzen, dass wir dann eben sozusagen nur diese eine Datei verwalten müssen, diese Step-Datei. Bevor ich das mache, zeige ich Ihnen die Möglichkeit, hier das auswählen. Ich kann nämlich diese Datei, die ich importieren will, vor dem Import erstmal prüfen und anschauen. Besonders wichtig bei sehr großen Daten, die ich reinholen will, denn ich kann dann auch partiell Daten reinholen und nicht das komplette Modell. Also in der Vorschau sehen wir diese Blechbaugruppe und kann jetzt hier durchaus verschiedene Teile rausnehmen, die mich unter Umständen nicht interessieren. Das war vielleicht ein bisschen viel. Und nehme die mal zurück und kann so den Rest dann noch ausblenden. Ich demonstriere das mal mit diesen drei Blechen. Ich sage aber noch nicht okay. Ich möchte auch hier noch mal auf die Eigenschaftszuordnung eingehen. Wir haben hier ja verschiedene Eigenschaften, Metadaten, die unter Umständen in den zu importierenden Teilen schon vorhanden sind. Und da kann ich hier ja, die verschiedenen ja, Geschmäcker hier einstellen, ob es aus dem Katia kommt, der Import oder aus dem MX. Und dann sehe ich, wie dieses kleine Werkzeug hier diese Eigenschaften dann zu einer Eigenschaft des Inventors macht. Da kann ich natürlich dann auch händisch einwirken und Rainer, wir hören dich noch leider nicht. Änderungen. Nicht mehr. So ist, hat sich eine Änderung eingestellt. So, ich habe gehört, dass ich wieder zu hören bin. Dann kann ich hier gleich ein bisschen noch weiter erzählen. Und den hier ein bisschen weitermachen. Die Idee war also, dass ich bei dem Auswählen Elemente rausnehmen kann, die ich gar nicht brauche für meine Aufgabe. In den Eigenschaftszuordnungen hatten wir eben reingeschaut. Dort konnte ich dann naja, die Eigenschaften übertragen und je nach Quellprogramm diese zuordnen dem Inventoreigenschaften. Ich übernehme das jetzt mal mit einem OK und habe jetzt dieses Teil an der Maus und kann es ja einfügen. Mit der rechten Maustaste werde ich jetzt das am Ursprung fixieren. Also anders als wenn wir das als Inventor importiert hätten, sehen wir jetzt hier, dass dieses Objekt naja, so einen Kasten hier umschrieben hat. Es gibt uns die Information, dass es sich hier um eine Referenz handelt. So, und hier kann ich jetzt natürlich wie gewohnt arbeiten, meine Inventoraufgaben hier erfüllen. Ich werde hier jetzt mal stellvertretend ein kleines Teil einbauen. Hier ist eine kleine Verschraubungsplatte, die ich hier da einsetzen werde. So, ich nehme mal hier die Verbindung und
Wird die Ecke auf Ecke einbauen. Da muss schon passt, da möchte ich haben und habe das jetzt fest auf die Ecke eingebaut. Das nächste, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, wir arbeiten ja das mit dem grauen Referenzteil und haben hier einen Vorteil, wenn sich nämlich das Referenzteil ändert, wird die Änderung auch hier jetzt in meine Inventor-Baugruppe durchgereicht. Und das möchte ich hier auch mal zeigen. Ich gehe mal hier in die Ordnerstruktur, wo mein Import dann liegt. So, also hier ist meine Ordnerstruktur. Ich habe mit diesem Step-Teil gearbeitet. Und bekomme jetzt ein neues Step-Teil mit dem gleichen Namen ja, zugesandt. Und das möchte ich natürlich dann auch verwenden. Das heißt, ich werde mir das neue Teil jetzt hier an den Originalstandort einfügen und die Datei ersetzen. Das hat jetzt eine Auswirkung auf unsere kleine Baugruppe hier. Der Inventor hat erkannt, dass sich was geändert hat und wir können jetzt hier das geänderte Step-Modell einladen durchs Aktualisieren. Das ist damit passiert. Wir sehen hier den Unterschied, der hier zu sehen ist. Hier die Blechlasche hat sich einfach verlängert. Das heißt, wir können auch ohne Probleme solche Änderungen übernehmen, indem wir diese Vorlage eben austauschen. Wir schauen uns auch nochmal an, welche Dateiformate hier dann überhaupt möglich sind, um mit dieser Anycut-Logik zu arbeiten. Also von 3D-DWG und CATIA, die bekannten CAD-Programme wie NX, Creo oder ProEngineer, wie es früher hieß, SolidWorks und natürlich Step. Interessant eigentlich auch, dass JT-Daten funktionieren. Das ist ja eigentlich ein Viewer-Format. Da denke ich auch, das ist auch sicher nochmal wert das mal zu erwähnen und DWF-Daten genauso auch hier eigentlich ein Viewer-Format. So, ich denke, der eine oder andere wird das sicher schon so benutzt haben, aber viele werden das auch benutzt haben, um Daten eben umzuwandeln in ein Inventor-Objekt. Also denken Sie dran, probieren Sie das einfach mal aus mit dieser Referenz. Ich denke, dass man da schon Vorteile von hat. Das nächste, was ich zeigen möchte, ist, wenn wir Fremddaten schon mal importiert haben als Inventor-Objekt. Ich gehe mal hier auf die Startseite und öffne mir hier so ein Import-Teil. Das ist hier ein importiertes Gussteil, das kommt aus CATIA und stellt jetzt hier mehr oder weniger ein dummes Teil dar. Das ist also ein Klotz, den wir hier haben. Was es seit einigen Jahren gibt, ist die Direktbearbeitung, die ich immer ganz gern zeige, weil ich doch da ganz überraschende Änderungen und Sachen hier an meinem dummen Teil in Anführungszeichen vornehmen kann. Und das möchte ich hier Ihnen nochmal näher bringen. Vielleicht können Sie es auch mal gebrauchen. Vielleicht kennen Sie es auch schon. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, hier jetzt Änderungen vorzunehmen. Ich kann Objekte, Flächen, auch Bohrungen verschieben. Ich kann Größenänderungen vornehmen an einzelnen Elementen. Ich könnte einen kompletten Maßstab verändern. Da denken wir wieder an Gussteile und deren Schwindung beim Gießen. Objekte, Flächen drehen und Objekte löschen.
Fangen wir mal mit dem Verschieben an. Ich kann also jetzt hier eine Fläche anwählen und kriege dann hier so ein Schiebekreuz und kann hier durchaus das komplette Objekt hier verlängern, auch indem ich hier dann eine feste Größe dann eingebe. Also ich gebe dem Teil sozusagen eine gewisse Intelligenz zurück, denn auf diese Änderung habe ich im Nachhinein immer noch Zugriff drauf. Also hier im Baum erscheint jetzt hier die Direktbearbeitung und das Verschieben und kann auf die 60 wieder zugreifen und hier eine Änderung vornehmen. Das Verschieben funktioniert auch bei anderen Elementen. Ich kann jetzt auch zum Beispiel diese Bohrung verschieben. Also ich finde es immer sehr beeindruckend, wie selbstverständlich hier so doch so eine komplexe Änderung möglich ist. Größe verändern. Was ist hier gemeint? Ich kann jetzt zum Beispiel die Größe der Bohrung verändern. Ändern lässt sich also immer das Delta. Ich habe hier dann den grünen Pfeil zur Verfügung und kann hier die Größe der Bohrung ändern und hier das Delta eben in Millimetern wieder eingeben. Maßstab ist, denke ich, klar. Da würde ich das komplette Teil verändern. Wir können hier mal auf Löschen gehen. Unter Umständen möchte ich ja so ein vorhandenes Teil wieder vereinfachen. Zum Beispiel kann ich hier ohne weiteres die Rundungen rauslöschen. Also Rundungen löschen, und vielleicht möchte ich auch eine Bohrung rauslöschen. Ist hier also ohne weiteres möglich, um dann eventuell hier diese zylindrischen Objekte hier zu vergrößern. Ich möchte noch ein kleines Beispiel zum Drehen zeigen, was man damit machen kann. Ich möchte zum Beispiel eine der Bohrungen hier auf eine andere Winkellage bringen. Ich gehe hier auf Drehen. Wichtig bei diesen Aktionen ist immer, dass wir die richtigen Objekte wählen. Das wäre für die Bohrung also der Spitzenbereich und der zylindrische Bereich. Das System hat uns hier also schon ein Drehkreuz, nenne ich es mal, eingeblendet. Und ich könnte das jetzt an diesem Punkt in die verschiedenen Richtungen drehen. Dort möchte ich es aber nicht drehen. Ich möchte dem System ein anderes Drehkreuz geben. Das mache ich hier mit dem Befehl Suchen. Suchen, damit kann ich also an einer gewünschten Stelle, zum Beispiel hier, wenn ich den Kreis wähle, in der Mitte des Zylinders, ein Drehkreuz neu vergeben, um diese Bohrung zu drehen. Jetzt müssen wir noch die richtige Drehrichtung erwischen und kann hier in Grad angeben, wohin ich die Bohrung verdrehen möchte. Also ich bin also immer wieder ganz beeindruckt, was für Änderungen man hier vornehmen kann. Schauen wir also nochmal in diese Direktbearbeitung rein und können also alle Veränderungen, die ich hier vorgenommen habe, rückgängig machen oder wieder rauslöschen oder verändern eben und bearbeiten. Das war ein kleiner Ausflug in die Direktbearbeitung. Die meisten kannten sicher, aber vielleicht nochmal als Erinnerung, dass man das gerade für Importteile sehr gut verwenden kann. Schauen wir uns also nochmal die Möglichkeit an, zusammen mit
Architekturobjekten zu arbeiten. Auch hier könnten wir ja, mit der leeren Baugruppe mal anfangen, um jetzt wiederum importierte CAD-Dateien zu platzieren, nämlich hier diese Revit-Datei. Ja, das ist jetzt so ein Ausschnitt aus unserem Gebäude. Ich würde das mal öffnen. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen Geduld mitbringen, weil es doch relativ umfangreich ist. Dazu gleich noch mehr. Das heißt, dieses RVT-Modell, dieses Revit-Modell hat jetzt ja, ein Architekt, mein lieber Kollege, eben bereitgestellt. Hier ist es dann auch ganz wichtig, dass der Export sich dann beschränkt. Das heißt, ich will mir nicht unbedingt ein Riesengebäude in meiner Inventor-Umgebung haben, sondern mir reicht der Abschnitt, an dem ich etwas ändern, ja, nicht weniger ändern oder etwas einfügen möchte und meine Inventordaten hier einbauen möchte. Dazu kann der Kollege, der mit Revit arbeitet, sogenannte Ansichten vorbereiten. Also das sind dann einfach 3D-Ansichten, die er beschneidet. Wir sehen hier, Vorschau sind immerhin auch noch 700 Elemente. Ich könnte hier verschiedene Elemente auch ausblenden oder hier in diesem Klappmenü eine andere Vorschau oder eine andere Ansicht aus dem 3D übernehmen. Mal gucken, ob das klug war. Mal schauen, wie lange hier. Würde ich zum Beispiel das komplette Gebäude importieren, was ich natürlich nicht will, hier über 5000 Elemente. Also gehe ich zurück auf die vorbereitete Ansicht und kann dann die mir importieren in den Inventor. Ja, also hier meckert er schon, findet die 700 auch schon zu viel und es sagt mir, 250 wären ideal. Also schauen wir mal, wie lange er braucht, um diese Umgebung dann hier aufzubauen im Inventor. Okay, nach wenigen Sekunden. Also ich hätte natürlich hier auch einen kleinen Film vorbereiten können. Das wollte ich aber nicht. Sie können ruhig sehen, dass es auch schon immer eine gewisse Zeit benötigt, um mit solchen Datenmengen dann umzugehen. Hier sehen wir wieder das Mapping. Das interessiert mich jetzt aber hier nicht. Und habe hier diese Etage hier von dem Gebäude an der Maus und hier ganz wichtig, werde das am Ursprung fixiert platzieren. Warum ist diese Fixierung am Ursprung wichtig? Das ist ja der Ursprung, den eben der Architekt verwendet und zur Verfügung hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Inventor-Objekt einbaue und dem ich Architekt das zurückschicke, wird dieses Objekt dann sofort an der richtigen Stelle stehen. Wir sehen wieder diesen naja, quadratischen Umrandung, die uns sagt, dass sich um eine Referenz handelt. Ich werde mal hier das Dach abnehmen, ändere den Filter und nehme das Dach hier mal aus der Sichtbarkeit, um hier stellvertretend mal eine kleine Änderung vorzunehmen. Ich werde hier eine Maschine einbauen. Und kann natürlich hier die normalen Inventor
Befehle verwenden, abhängig machen, Verbindung. So, machen wir hier mal eine einfache Abhängigkeit rein und kann das Architekturmodell so als Referenz verwenden. So, damit möchte ich es eigentlich schon mal belassen und möchte Ihnen noch zeigen, wie wir jetzt so ein Modell dann wieder als Revit exportieren können und rausschreiben können. Unter Datei exportieren können wir also hier wiederum ein Revit-Modell rausschreiben. Dazu muss die gespeichert werden. Dann machen wir das. Um Ihnen dann zu zeigen, wie wir hier sinnvoll mit diesem Export umgehen können. Weil hier in meinem kleinen Beispiel habe ich ja nur eine Maschine eingesetzt. Im wirklichen Inventorleben haben wir natürlich sehr komplexe Objekte, sehr große Baugruppen, bei denen es nicht sinnvoll ist, diese Komplexität dann eben weiterzuleiten nach Revit. Deshalb gibt es in dem Dialog, den wir jetzt gleich sehen, wenn er das gespeichert hat, Werkzeuge, wie wir diese Objekte dann vereinfachen können und verschmelzen können, damit der Empfänger unter Umständen dann auch es leichter hat, in Revit mit diesen Daten umzugehen. Sie können sich auch schon mal vorbereiten. Vielleicht haben Sie Fragen, die Sie ja, im Chat gerne schriftlich stellen können. Um die können wir uns dann auch gleich kümmern. Also gehe ich hier nochmal auf Datei zum Exportieren. Und wir sehen dieses ja, Exportmenü, das wir hier zur Verfügung haben. Wir können die Modellzustände natürlich wählen. Wir können auch ganz grobe Vereinfachungen vornehmen durch Hüllen. Wir können Bauteile entfernen. Das geht hier nach Größe. Gemeint wäre natürlich hauptsächlich dann aus meiner Inventorbaugruppe, die ich vereinfachen will. Rausnehmen werde ich aber auch das Gebäudemodell, denn der Empfänger, der mir das geschickt hat, der hat das ja schon zur Verfügung, sodass er das nicht nochmal braucht. Also bei komplexen Inventorbaugruppen wäre es dann natürlich wichtig, hier die kleine Bauteile aus zu kleine Bauteile rauszunehmen aus der Baugruppe, damit man da einfache Teile hat. Zusätzlich können wir aber auch Elemente entfernen. Elemente, das können Bohrungen, Rundung sein. Durchbrüche, Phasen, die kann ich also auch hier wählen, um mein Objekt, das ich exportiere, zu vereinfachen. Hier können wir entweder alle Bohrungen rausnehmen oder bestimmte Bereiche. So ist es dann bei allen geregelt. Bei meinem einfachen Teil ist es nicht nötig. Das ist eigentlich schon vereinfacht, sodass wir hier nicht so weiter vereinfachen werden. Wir sehen jetzt hier das Revit-Modell, das hier rausgeschrieben wird, wo schreibt das hin? Wie soll die Struktur sein? Soll er hier noch die Komponenten sichtbar haben? Und schließlich haben wir hier noch die Möglichkeiten, interne Hohlräume zu füllen oder wenn ich interne Bauteile, die komplett innerhalb liegen, habe, dann kann ich die auch hier entfernen. Farben soll er übernehmen und kann dann so dieses Revit-Modell exportieren. Das möchte ich Ihnen auch noch gerne zeigen. Denn diesen Export, den ich jetzt hier vornehme, der wird jetzt auch
sichtbar sein in meiner Baugruppe. Nämlich hier oben habe ich einen neuen Ordner, der heißt Revit Export, und kann bei Änderungen diesen Export dann einfach über die rechte Maustaste aktualisieren. Also insgesamt eine runde Sache. Insgesamt, wenn ich das Wort schon in den Mund nehme, ist hier besonders darauf zu achten, dass wir möglichst im Inventor mit überschaubaren Baugruppen oder Gebäudeteilen umgehen. Das heißt, es ist, naja, für den Sender aus Revit das ist besonders wichtig, diesen Bereich eben einzuschränken. Für komplexere Sachen hätten wir dann aber auch immer noch das Navisworks zur Verfügung. Navisworks hat ja eine eigene Logik umzugehen, wandelt das in Flächenobjekte um, sodass wir da auch mit größeren, komplexeren Objekten umgehen können. Genau. Also sicher eine sehr schöne Neuerung, die wir hier auch haben im 2023. Auch das können wir ja in der Überschrift Anycut uns anschauen, diese Möglichkeiten, die wir hier im Austausch von Revit haben. Okay, also wenn Fragen vorliegen, gerne stellen. Ich überlege gerade, ist es im Fragenbereich? Genau, es gibt die beiden Möglichkeiten, entweder über die Chatbox oder über diesen Fragenbereich, also beides möglich. Momentan habe ich keine Frage vorliegen. Ich hatte zwischendurch den Hinweis von einem der Teilnehmer, dass es nicht an deinem Mikro lag, Rainer, sondern an meinem Kopfhörer. Ah, so. Also bei mir war das Problem und nicht bei dir. Entschuldigung klar. Für die Verzögerung. War für mich leider nicht klar erkennbar. Ja, aber ich denke, damit können wir ja gut leben mit solchen kleinen Problemen. Also wenn noch jemand aber es eine Frage hat, gerne stellen. Genau. Ist ja durchaus beeindruckend, dass es im Allgemeinen doch recht gut funktioniert, solche Meetings. Also wenn von Ihrer Seite keine Frage mehr momentan da ist, natürlich auch gerne im Nachgang einfach kontaktieren. Gerne über die Homepage direkt an den Ansprechpartner wenden oder auch an die webcast@inovi.de eine Frage stellen, also alles möglich. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, der Herr Leonhard hat kurz vorher schon darauf hingewiesen, auf unsere Inovi-Webseite. Da finden Sie momentan alle kommenden Webcasts bis in den Januar und seit kurzem jetzt auch alle unsere nächsten anstehenden Basisschulungen, natürlich für den Inventor, aber auch für andere Softwareprodukte. Bei den Terminen handelt es sich immer um offene Gruppenschulungen. Wenn Sie natürlich für Ihr Unternehmen eine spezifische Schulung möchten mit mehreren Teilnehmern, dann einfach eine Anfrage stellen. Das wäre es dann auch von meiner Seite. Genau. Rainer, wenn du jetzt momentan nichts mehr hast, dann genau. Bedanke ich Also mich. Genau, wir wollten das eben kurz und knackig einfach mal vorstellen, vielleicht als kleine Wiederholung oder als kleine Erweiterung dann für Sie. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.